Lieben, Montagmorgen, ich hatte ja gesagt, viele administratorische Tätigkeiten. Wir hatten den ja zurückgekauft, da gibt es ein Video von. Das Geld hatte ich erstmal privat ausgelegt. Jetzt hat die Firma ihn in den Besitz. Ja, und jetzt werdet ihr sagen, ist ja perfekt, ne? Weil einfach quasi Folie, alles ist ja drauf und so. Ist auch von innen, wie ihr seht, ein bisschen schimmelig, einfach durch die lange Standzeit. Ne? Die Gurte eben auch, ja. Leider alles ein bisschen gammelig. Viele sagen immer, ja, wie machen das denn wohl die Oldtimer, bla bla bla. Und der Kanal hat irgendwie mal einer gesagt, die haben auch so viele Autos und so. Ja, die haben die vielleicht nicht draußen stehen, ne? Wenn die in einer beheizten Halle stehen oder so, dann ist das ja definitiv auch was anderes. Ja, wir haben uns dann entschlossen, so ne, die Folie doch runterzuziehen und das Auto abzustoßen. Ja, weil einfach die hohe Kilometerleistung. Ja, und jetzt sind wir eben dabei, weil wir auch festgestellt haben, es sind wohl doch ein paar Roststellen, ne, hier so hinterm Lack. Also wir sind jetzt dabei, die Folie kommt runter, weil sie müsste sowieso runter. Also wenn wir ihn behalten wollen würden, müsste sowas ja gemacht werden, bevor es komplett durchgerostet ist. Das müsste gemacht werden. Das heißt, die Folie müsste eh runter. Ja, und dann ziehen wir sie jetzt runter und dann gucken wir mal und dann geht er, denke ich, weg. Wir werden die Bremsen hinten machen. Und dann werden wir mal gucken, ob der eine neue Hauptuntersuchung kriegt. Und dann geht der eben mit frischem TÜV, wie man so schön sagt, geht er dann weg. Kann man irgendwie noch als Jäger, als Revierauto benutzen oder so, mit Sicherheit. Aber für uns täglich im Anhängerbetrieb mit fast 300.000 auf der Uhr, na, dann eher doch nicht. Und er geht auch definitiv wieder weg. Wegen dieser Art Blue-Geschichte und so, das reicht mir. Ich habe die Schnauze voll. Wir kriegen irgendwie einen alten Toyota Hilux oder irgendwie sowas wieder. Irgendwas, wo noch kein AdBlue rein muss, wo ein riesendicker Motor drin ist, also 2,5 Liter Sechszylinder oder 3 Liter Sechszylinder, das wäre so das, was ich anpeile. Keine Elektronik, kein Schnickschnack, einfach nur ein pures Auto. Ja, das ist ein bisschen schade, da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen und Fehlentscheidungen, aber so ist das nun mal. Und was mich eben auch irgendwie immer nervt, ist, dass die Buden bei uns dann irgendwie immer gammeln. Ne? Der Jeep sah von innen aus, Alter, da macht ihr euch kein Bild vorne. Der war so verschimmelt, von vorne bis hinten und dann ja auch mit dem Motorschaden. Es ist, Autos sind nicht für Stehen gemacht. Ne? Autos, das denke ich auch immer mit Hulk, sind einfach nicht fürs Stehen gemacht. Also wir ziehen dann jetzt heute noch die Folie ab. Wie gesagt, diese Woche ein bisschen administratorische Scheiße, nützt nichts. Ich meine, wäre auch cool, wenn Geld reinkommt, aber solche Sachen müssen auch erledigt werden. Weil sonst schiebt man sie ewig vor sich her. Und dann wäre nämlich das nächste Projekt, Halle weg, Schlacke auffüllen, irgendwie die Grabenkante befestigen, weil die sackt uns immer wieder weg. Und dass wir dann hier endlich auch alle Maschinen herkriegen. Und die Werkstatt steht tatsächlich auch als nächstes auf dem Programm, dass wir die auch fertig machen. Hier mit so einem kleinen Vordach wieder und so, ne? Alles irgendwie schicki. Ihr Lieben, kurzes Update vom heutigen Tag. Wir sind ja administratorisch unterwegs. Ich habe gerade mal ein paar Rückleuchten besorgt. Hier für den Vario und für die Bühne. Ne, die waren ja kaputt, die Vario durch den Unfall. Ja, und hier haben wir mal für so ein paar Rücklichter mal eben 350 Euro rundweg gegeben. Ne? Also 342,80 um genau zu sein. Ne? Für ein paar fucking Rücklichter. Und wir reden von Streugläsern, ne? Wir reden von Streugläsern. Naja, so ist das eben. Es ist alles teurer geworden. Plaste ist scheinbar heutzutage aus Gold. Aber muss ja alles irgendwie wieder fertig. Ne? Jetzt muss ich auch nochmal Seitenmarkierungsleuchten für die Bühne bestellen. Das habe ich gerade vergessen, aber da die ganzen Sachen auch wieder zum Öl wechseln müssen und allen Kram. Ja, muss ich eh nochmal hin. Und dann kann ich den ganzen Plunder mitbestellen. Ja. Und dann ist das so, ne? Das wird schon. Die ganzen Maschinen sollten dann jetzt demnächst wieder fertig sein. Die Bühne hatte ich jetzt nicht gezeigt, kann ich euch aber ein Foto zeigen. Jetzt muss ich mal gleich einmal kurz rechts ran, ne? Von wegen Handybedienung während der Fahrt. Auch wenn es. Ich nehme es ja nicht auf, ne? Sondern ich bediene es im. Jetzt könnt ihr sagen, du musst auch den Motor abstellen und alles, habt ihr theoretisch sogar recht. Also aktuell, da seht ihr mal an der Bühne, ne, nagelneue Hydraulikblöcke.
Der war ja geplatzt und da hatte ich ja schon gesagt, da ist mein Kollege vom Piertech dran. Ne? Also der erste Block ist getauscht. Der, wo da was gegengeschlagen war, der ist getauscht. Und jetzt werden die anderen da auch nochmal alle schicki gemacht. Ne? Mit Schläuche und allem Furz und Feuerstein, seht ihr. Kostenpunkt von so einer Aktion. Also das da waren jetzt so ungefähr 6,5. Bis das Ding dann komplett fertig ist, nochmal so 8, 8,5. Boah. Also auch nochmal ganz nett fünfstellig, ne? Also ganz nett fünfstellig. Kann man auch andere schöne Sachen mitmachen mit der Kohle, weiß ich. Aber warum stoße ich die Bühne nicht ab? Da hat es schon mal ein Video zu gegeben. Dieses ist eine der letzten Bühnen, die nicht CAN-Bus gesteuert sind. Und der interessiert es zum Beispiel nicht, ob die Stützen ausgefahren sind oder nicht. Na, das kann man nämlich alles brücken. Wie verrate ich euch nicht? So. Und das geht zum Beispiel beim Hulk nicht. Ne? Der Hulk hat grundsätzlich diese Funktionen CAN-Bus gesteuert und der Hulk meckert. Ich glaube, da kommt Marie. Nee, doch nicht. Anderes Kennzeichen. Und der Hulk meckert ja im Moment auch, dass irgendwelche Stützen angeblich ausgefahren sind, obwohl alles eingefahren ist. Das ist einfach so ein Sensording, ne? Da ist so viel fucking Elektronik drin, auch mit den Bremssensoren und so, ne? Dass da ständig irgendwas am Heulen, am Meckern und am Machen ist, obwohl nichts ist. Weil einfach das Kabel denkt. Ne? Und denkende Kabel, der Tag, an dem ich Kabel für mich denken lasse, ne? Also, ne? Ich brauche keine KI. Ne? Aber scheinbar brauchen das andere. Und das ist auch der Grund, warum hier die Karre nämlich auch mit weggeht und so, ne? Warum ich diesen ganzen Rotz abstoße, diese ganze moderne Scheiße, und mir schöne alte Autos wiederholen. So weit wie den Vario. Ne? Ja, das nochmal als kurzes Update, was heute so abgeht. Naja, egal. Aber dann seid ihr, trotz dass ich wenig filme, ein bisschen auf dem Laufenden. Ja, kurzer Blick in die Werkstatt. Ne, Kompressor und alles steht da. Wir haben hier jetzt eine Leiste erstmal provisorisch für die Ketten. Das wird ja alles hier noch mit OSB verkleidet. Und die Elektrik und alles wird dann auch neu gelegt. Wir haben da Kraftstromanschlüsse. Aber wie gesagt, das ist erstmal, können wir uns retten. Ne? Hier kommt, wie gesagt, überall noch OSB an die Wände. Mit Isolierung und allem drum und dran. Aber ja. Bin ich jetzt hier parallel bei. Ne, der hat jetzt in der Sonne gestanden. Wie beim Jeep damals auch. Ne? Dann kann man die Folie so abziehen. Seht ihr das? Ne? Also wenn das da in der Sonne gestanden hat. Dann kann man die Folie so abziehen. Muss man hier natürlich an den Rändern erstmal ein bisschen friemeln. Aber wenn das dann erstmal erledigt ist, dann geht das sehr, sehr gut in der Fläche. Ja, da bin ich jetzt bei. Und dann, eigentlich muss ich auch noch Angebote schreiben. Aber das wollte ich jetzt erstmal ausprobieren. Ja, könnte ich euch jetzt ein Timelapse-Video von machen, aber ja, was soll ich euch damit nerven, dass wir da jetzt die Folie runterziehen, ne? Naja, das Ende einer Ära. Ja, und bei dem hier kommt die Folie halt auch wieder runter und bei den Nissan weg, ne? Der D40 war noch zuverlässig, das Ding hier finde ich ist Grütze. Schönen guten Morgen, die Kamera war im Nissan, den hatte Marcel mit, ich bin ja mit dem Dicken gefahren. Marcel hakt hier mal kurz an den guten John Deere die Walze an, damit wir hier, das ist das Gute, dass der Junge aus der Landwirtschaft kommt, ne? Der kann einfach alles fahren. Klack, Walze ist schon dran. Sehr geil. Ja, total cool. Dann, das ist aber ein kleiner, oder? Ja. Warte, 60 PS, 70 PS? Ja, das war ein neuere, dann der kann auch schon 80, 90 Euro. Okay. So, ja, es geht immer eben noch um unseren Eichenstamm, den wir hier wegbergen müssen. Ne? Das war ja aufgrund der Witterung letztes Mal nicht möglich. Der steht verdammt weit weg, das ist unser Problem. Ne? Wir waren ja mit der Bühne, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, da reingefahren. Das war auch meine ursprüngliche Idee, mit dem Kran hier ranzufahren. Dann steht natürlich die Eiche massivst im Weg. Ne? Massivst im Weg. Ja, und dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ne? Aufs Land können wir immer noch nicht drauf, ne? Auch wenn ein Treckerchen wäre zum Ziehen. Aber den Hulk irgendwo rausziehen, ist, das willst du nicht. Ne? Hier ist halt einfach Erde, ne? Sand, Matsch, immer noch nass. Das funktioniert nicht. Ne? Das ist mit dem Hulk ziemlich unmöglich. Das geht nicht. So, und hier mit dem Kran irgendwo durchwursteln, das geht natürlich auch nicht, ne? Wenn man ehrlich ist. Deswegen war ja damals die Idee, dass wir uns da aufs Land stellen. Ne? Das war die Idee. Ja,
Ja, so ist das. So viel zum Thema Ideen. Ja, der steht halt einfach echt mies, ne? Ich weiß gar nicht, was ich damals gezeigt habe. Der steht so richtig, richtig mies, weil der ist hier komplett von allen Ecken eingewachsen, ne? Also das ist hier, da steht er. Hier schmeißt du auch original genau gar nichts runter. Gar nichts. Ne? Ja, gar nichts runter. So, das ist der Standort. Und hier fährst du eben auch original gar nicht mit dem Hulk. Und hier stützt du auch den Hulk original gar nicht ab. Und deswegen war die Idee ja Land. Aber Land ist eben saunass. Saunass einfach. Das ist so ein Pain in the Ass-Baum, ne? Den habe ich mir so ein bisschen leichter vorgestellt. Weil meine Idee war ja, ich juckel hier einfach drauf und kran dann von da, wo ich allen Platz der Welt habe, einfach rüber, ne? Ja, das war die Idee. Die Idee war gut. Idee war gut, Ausführung mangelhaft, ne? Einfach kein Platz. Einfach kein Platz. Ja, und wie gesagt, den Hulk hier hinstellen ist auch nicht mal ebenso. Ja. Aufbautechnisch ist halt das Problem. Zumal ja gerade die Frontabstützung nicht funktioniert. Das ist ja auch wieder geil, ne? Auto, was noch keine 2 Jahre alt ist und die Frontabstützung hat Geist abgegeben. Das ist so, auch so, wo ich sage, danke, aber danke für nix. Naja. Ja, guck, also Walze ist weggestellt. Das ist doch schon geil. Das ist doch schon sehr geil. So ist das. So ist das. Ja, und wieder aus dem Kapitel passt kein Kran rein. Wie ihr an meinen Spuren seht, bin ich darum hier lang. Hier ist nämlich Güllegrübe drunter, da ist die Betondecke nicht dick genug, weil war nur für alte Trecker ausgelegt, sag ich mal, nicht für Halbgewichte. Also darum hier lang, hier um die Ecke rückwärts so weit wie ging, dann einmal vorgestoßen. Ja, und jetzt stehen wir hier rückwärts zwischen. Und jetzt fangen wir eben an, dass wir Platten auslegen, RZ-Platten, weil wir jetzt natürlich dann hier gleich rein müssen. Ich hoffe, dass wir die Kurve mit dem Apfelbaum kriegen. Das ist ein bisschen, ich muss also gleich noch einen ganzen Tucken hier dichter ran. Eventuell noch einmal ein bisschen vorholen, noch ein bisschen schräger. Aber ich muss mir gleich einmal in die Spiegel sauber machen, ich sehe nämlich nichts. Der Knick hier in der Platte war schon. Da kommt nämlich schon Moos, also die Platten hier sind tiefer wie die, wie man sieht. Ne? Die ist hier schon einmal versackt. Das wird gleich wahrscheinlich auch nicht besser. Das wird gleich wahrscheinlich nicht besser. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier rumkommen. Und dann möchte ich eben möglichst schräg hier hin. Das wäre so meine Idee, ne? Dass wir möglichst schräg hier so ranfahren. Ja, so wäre der Plan, dass wir den Kran hier reinkriegen. Salabim. Wir sind drinne. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir wieder rauskommen. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal drinne. Das hat tatsächlich funktioniert. Jetzt machen wir alles fertig, dass wir hier irgendwie zurechtkommen. Wir haben hier auch ein bisschen gebastelt mit den Platten. Ja, also wie gesagt, es ist pressig. Es ist pressig, es ist auch echt nicht witzig und wir haben auch keine Ahnung, wie wir wieder rauskommen. Aber drinnen sind wir schon mal. Drinnen sind wir. Wir wissen nur noch nicht, wie wir wieder rauskommen, aber ein Problem nach dem anderen lösen. Ja, also da seht ihr, habe ich mir fast meinen Spiegel abgefahren. Deswegen mussten wir einen Ast leider herausschneiden aus der Kirsche. Mehr wollte ich nicht wegschneiden. Ne? Beim Rausfahren, das kriege ich schon irgendwie hin. Dass wir da nicht weiter irgendwie Damage an dem Auto machen. Aber das ist immer das Lustige. Ne? Du fährst mit diesem Wagen ja irgendwo ins Gemüse, durchs Gemüse und so. Ohne Rücksicht auf Verluste, weil du musst ja die Baustelle irgendwie fertig kriegen. Du würdest es mit deinem Ferrari natürlich nicht machen. Ne? Das Ding hier kostet mehr als die meisten Ferraris. Oder als viele Ferraris. Und ja... Man fährt da voll mit ins Gemüse, ne? Und voll auf Risiko, ja. Aber gut. Das Leben ist nicht perfekt, das Leben ist nicht reizbefreit. Also wir haben jetzt ihn, wie gesagt, soweit aufgebaut, haben die Platten raus. Raus ist ein anderes Problem. Raus, da dealen wir mit, wenn wir soweit sind. Kurzes Update. Das erste Stammstück liegt hier. Das zweite Stammstück ist jetzt angepickt. Also läuft. Kriegen wir alles hin. Es wird. Der nichts wird, ne? Nein, das ist blöd. So, aber der Hulk muss dringend mal wieder in Ordnung gebracht werden. Ne? Hier ist ja ein kleines Upsala passiert. Also wir wissen jetzt, dass man mit der Seitenbegrenzung für Überbreite auch einen Baum fällen kann. Ne? Nein, ich bin nicht gefahren, aber ich werde nicht verraten, wer gefahren ist, weil
Ich habe denjenigen gesagt, er soll, er kann, er darf fahren. Also war es eh meine Schuld. Aber wir müssen das mal richten. Das sieht nicht schön aus, da muss ein neues Rücklicht dran, da muss der Halter gerichtet werden, da muss das gerichtet werden. Da. Aber kommt Zeit, kommt Rad, kommt Attentat, das ist einfach nur ein Schönheitsfehler. Ja, und jetzt hier, wie gesagt, RZ, ne? RZ, RZ, RZ. Das sind die großen Platten übrigens, die extra für Halk ausgerechnet worden sind, wenn wir weiche Böden haben. Ja, so ist das. So ist das. Ja, ist halt ein Gebrauchsgegenstand, ne? Das klingt hart. Klingt sehr hart, ne? Aber das ist hier nicht auf Urlaub und das ist hier auch nicht für toll anzugucken, ne? Das wird auch gebumst. Ne? Das ist nicht nur Vorzeigepüppchen, das wird auch gebumst. Ne? Und das wird richtig gebumst. Sonst wird das nicht so aussehen nach 2 Jahren. Ne? Das ist hier nicht, wie gesagt, das ist hier kein Ponyhof, das hier ist Leben, ne? Das ist Leben. Lieben, wir haben ein bisschen Vorspannung im Kran, weil wir gerade schon gewichtsmäßig am Ende waren. Wir sind aber jetzt beim letzten Schnitt. Aua, aua, aua. So. Also das ist jetzt der letzte Schnitt. Pick, Pick, Schnitt. Ja. Da rubbeln wir jetzt also durch, dann ist der Baum auch wieder weg und Geschichte. Und dann müssen wir halt nur noch das Auto hier irgendwie wieder rauskriegen. Nur noch. Na. Ja, das ist die Idee dahinter. Aber das steht dann erstmal auf dem anderen Blatt Papier. Wichtig ist, dass der Baum weg ist. So, hier haben wir das ganze Holz erstmal hingelegt. Da passt der Stamm auch gerade noch hin. Also viel länger hätte der Baum auch nicht sein dürfen. Sieht auf Video immer so klein aus, aber nochmal, ne? Das ist mein Fuß. Schuhgröße 43, dann wisst ihr also, das ist doch schon ganz amtliches Holz. Ja, und jetzt wie gesagt einmal den letzten Pick und dann steht da der kleine grüne Traktor und der schafft es dann hoffentlich auch, dass wir den kleinen großen Traktor hier wieder rauskriegen. Beides grün, ich hoffe, die mögen sich. Na, weil wie gesagt, dann muss der Halk hier irgendwie wieder raus. So ist der Plan. Ganz vergessen. Also wir haben mal wieder alle Lampen an. Ich bin ein Leuchtturm, ne? Wir haben alle Lampen an. Ich bin ein Leuchtturm. Wir sind schon ein gutes Stück vom Stamm weg, wie man vielleicht erkennen kann. Er pendelt da noch. Also wir sind schon reingefahren. Deswegen haben wir auch nur noch die gelbe Lampe an. Wir hatten vorhin die rote Lampe mit an. Aber... ich teleskopiere jetzt ein und dann lege ich den da vorne hin und dann ist der Baum Geschichte. Geht doch, dann müssen wir noch das Auto hier wieder rauskriegen. Das war tatsächlich heute eigentlich, also wir wussten, wenn wir rankommen, also wenn wir das Auto reinkriegen, wussten wir, kriegen den Baum auch weg. Wir wussten aber eben nicht, kriegen wir das Auto rein. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie kriegen wir das Auto wieder raus. Aber das steht auf meinem Blatt Papier, weil der Baum ist weg. Mission accomplished. Jetzt müssen wir das Ding ja nur noch einmal unfallfrei wegholen. Und dann ist er schick. Oh, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir haben das Monster wieder rausbekommen. Freunde der gepflegten Unterhaltung. Natürlich mit Hilfe von RZ-Platten. Das sieht nicht schön aus, was hier gerade liegt. Sieht so ein bisschen aus wie Mikado. Aber er ist raus. Er ist raus. Geil, oder? Perfekt. Fertig. Alter, das hätte ich nicht gedacht. Hier vorne ist die Kante und wir werden da, wie ihr seht, runtergeknallt. Und wir haben da jetzt mit RZ-Platten eine Rampe gebaut, ne? Wir haben hier eine Rampe gebaut mit RZ-Platten und sind da hochgejuckt, ne? Das ist fett, oder? Das ist mega fett, finde ich. Das haben wir geil gelöst. Natürlich nicht, aber... Alter, das... das war eine gute Idee, sonst hätten wir uns nämlich die Stütze abgerissen hinten. Da hatten wir nämlich Angst vor. So, Platten einsammeln. Alle RZ-Platten einsammeln. Den Halk hier rausfahren. Wir haben mal wieder das Unmögliche möglich gemacht. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Bei der Firma Angst und Bange. Morgens früh und abends lange. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Das ist hammerhart. Das ist so knappig hier alles gewesen. Alter, was eine Terrorbaustelle. Aber
Erledigt. Sehr geil, oder? Sie ist aus der Welt. So muss das. So, ihr Lieben, es ist jetzt gleich 17:45. Der Hulk und ich haben noch einen kleinen Einsatz hier bei der Feuerwehr. Wir müssen nämlich den Maibaum aufstellen. Also der Hulk und ich fahren jetzt zur Feuerwehr. Da muss ich um 6:30 sein. Also 6:30 wollen die den Maibaum aufstellen. Und da haben die mich gebeten, ob ich den mit dem Hulk aufstellen kann. Da habe ich gesagt, jo, geile Aktion, unterstütze ich gerne. Natürlich komme ich vorbei und stelle euch euren Maibaum auf. Jo, und da fahre ich jetzt hin mit dem Hulk. Das wird lustig. Sorry Leute, ich habe das Maibaum aufstellen gar nicht mehr gefilmt, aber da werden bestimmt im Internet irgendwo Bilder kursieren. Ich habe auch nochmal die Tochter von Julian und Frauke, oder Frauke und Julian, habe ich nochmal an den Kran gehängt, weil die musste oben dann das Seil wieder lose machen. Und ich hatte tatsächlich nur einen Kinderklettergurt dabei. Das ist schon, ja, aber sie passt da halt rein. Und genau, dann hat sie das nochmal eben lose gemacht. Und jetzt steht der Maibaum und jetzt können die feiern. Mal sehen, sonst filme ich vielleicht ein Vorbeifahren gleich mit dem Auto oder so. Oder wie gesagt, guckt bestimmt hier unsere Feuerwehr, ihren. Die hat mit Sicherheit da irgendwie Bilder auf Facebook. Mit Sicherheit. Ja, ihr Lieben, das wieder ein sehr kurzes Video. Wie gesagt, ich versuche sie kurz zu halten. Bunt gemixt, wenig gefilmt. Ja, Schaden am Hulk. Durchs Ausschwenken hinten von der Lenkachse passiert, rege ich mich gar nicht drüber auf. Wie gesagt, letzten Endes, es ist ein Gebrauchsgegenstand, wie ich auch schon gesagt habe. Ja, natürlich ein sehr teurer, ja, es ist schade drum, aber ihr wisst ja, glücklich ist, wer schnell vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Und von daher alles schick, es ist meine Schuld, ich habe fahren lassen bei uns auf dem Firmengelände. Und ja, ihr wisst ja, dass ich öfter mal schon habe Menschen fahren lassen, auch Menschen, die keinen Führerschein haben für den Hulk, auf abgesperrten Strecken oder auf Privatgrundstücken. Und ja, es passiert, ne? Es passiert, ist so. Demnächst werdet ihr in dem Video noch sehen, wie ich den Hulk bis an die Ohren festgesammelt habe. Da haben wir dann noch ein bisschen mehr am Hulk zerstört. Können wieder viele sagen, du hast so ein Auto gar nicht verdient, so geht man da nicht mit um. Ja, letzten Endes, ne, mit einem Bagger oder so, wenn ihr eben mit einem Werkzeug, für mich ist der Hulk ein Werkzeug, wenn ihr damit arbeitet, dann kriegt das Werkzeug auch Schrammen und Macken, das ist so. Klar passt man auf und macht nichts mit Absicht, aber wenn der da durch muss und das ist Press mit den Büsche, dann knirscht er durch die Büsche, ne, dann ist das eben so. Ich kann dem Kunden ja nicht die ganzen Büsche da wegreißen. Ne, wenn das passt, dann passt das. Und wenn er ein bisschen am Lack scheuert, scheuert er ein bisschen am Lack. Naja, also, ja, dumm gelaufen, aber auch der Baum ist weg, sehr schön eigentlich, und ja, wir versuchen jetzt mit Vollgas weiter den Platz fertig zu kriegen. Ich hoffe, dass ich da finanziell nicht dran ausbluten werde, weil ich das eben alles versuche, aus den laufenden Einnahmen zu nehmen, was schwierig genug ist. Die Zeiten sind schlecht, das wisst ihr selber, Menschen halten ihr Geld zusammen. Dann kommt jetzt auch noch die Urlaubszeit, ne, wo alle in Urlaub sind und eh keine Bäume gemacht haben wollen. Ja, von daher einfach lange genug durchhalten. Ne? Es ist jetzt, wie gesagt, hier in der Gegend der dritte Baumpflegebetrieb über den Deister gegangen. Da macht man sich langsam schon Gedanken. Ne? Wie sagt man so schön bei der Artillerie, die Einschläge kommen näher. Ne? Die Einschläge kommen näher. Es kriselt ja auch bei großen Arbeitgebern hier in der Gegend. Wenn die dann zumachen oder Stellen abbauen, das werden wir auch merken können. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ne, die Toten werden am Ende des Jahres gezählt, die Saison steht vor der Tür, wir versuchen uns gut aufzustellen. Ich habe aktuell jetzt heute, wo ich das Video schneide, noch jemanden eingestellt. Wir suchen aber trotzdem noch Personal. Ja, und schauen wir mal, was die Zeit bringt. Ihr seid auf jeden Fall bei jeder Entwicklung live mit dabei. Ich hoffe auch, wir sehen uns auf der Galabau. Ich hoffe, ich kann wieder ein paar Freikarten raushauen. Ich muss da nochmal mit Ralf reden. Ja, und dann freue ich mich einfach. Ich freue mich wieder. Ich hoffe, dass ich mit neuer Energie dann in die neue Saison gehen kann.
Und ich hoffe, dass wir dann wieder tolle, tolle Baumvideos produzieren können. Wir haben heute auch aktuell eine neue Säge gekauft. Lasst euch überraschen, was für eine. Und ja, ihr Lieben, ich, wie gesagt, werde jetzt erstmal nur bis nach dem Urlaub sonntags ein Video hochladen, mittwochs vielleicht mal sporadisch. Muss ich gucken. Ich muss gucken, wie ich mit dem Material hinkomme. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich es immer bekannt geben auf YouTube. Also ruhig immer wieder weiter reingucken. Sonntags auf jeden Fall wird es immer eins geben. Mittwochs muss ich gucken, wie es gerade passt mit dem Material. Also, wir hören und sehen. Bleibt neugierig. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Vergesst das Abonnieren nicht. Solltet ihr noch nicht abonniert haben, dann seid ihr immer auf dem Laufenden.